Bierhoff fordert neuen Masterplan. Die deutsche Bundesliga verliert im internationalen Vergleich an Boden. Deshalb fordert Oliver Bierhoff jetzt eine Qualitätsoffensive. Es muss den nächsten Masterplan geben wie zuletzt 2000. Die Situation ist zwar nicht so verheerend, aber wir haben nachgelassen. Damals war Deutschland blamabel aus der Europameisterschaft ausgeschieden. Als Konsequenz hatte der DFB mit einer Ausbildungsoffensive reagiert und von den Vereinen Nachwuchsleistungszentren einführen lassen. Leipzig-Sabitzer erleidet Bänderriss. Fußball-Vizemeister RB Leipzig muss wohl länger auf Marcel Sabitzer verzichten. Wie der Verein vermeldet, hat sich der Österreicher beim 2:1 über den FC Bayern einen Bänderriss im rechten äußeren Sprunggelenk zugezogen. Er war in der 10. Minute umgeknickt und musste durch Timo Werner ersetzt werden. Noch ist unklar, wie lange die Sachsen auf ihn verzichten müssen. Schweinsteiger zum ersten Mal Vater. Ex-Bayern-Profi Bastian Schweinsteiger ist zum ersten Mal Vater geworden. Er und seine Frau, die ehemalige Tennisspielerin Anna Ivanovic, begrüßten in der Nacht von Sonntag auf Montag ihren ersten Sohn. Via Social Media teilten sie ihr Glück mit der Welt. Zuvor war der WM-Held dem Auswärtsspiel seines Clubs Chicago Fire ferngeblieben, um die Geburt mitzuerleben. Ancelotti sieht Bayern nicht als Champions-League-Favorit. Für den ehemaligen Bayern-Trainer Carlo Ancelotti ist sein Ex-Verein kein Favorit auf den Champions-League-Sieg. Vielmehr sieht er die spanischen Clubs Real Madrid und den FC Barcelona als Anwärter auf den Pokal. Ausschlaggebend seien für ihn die Erfahrung der beiden Mannschaften sowie Cristiano Ronaldo und Lionel Messi.